Yo, kommen wir zum dritten Battle und zwar zu Samo gegen die Bad Boys Mafia. Obwohl die Bad Boys Mafia anscheinend die Abgabefrist verpennt hat, haben sie trotzdem noch was hingeschissen. Ehrenmove. Spaß beiseite, ich freue mich trotzdem darüber, dass ihr das eingereicht habt und daher, dass beide Runden scheiße sind, ist es, denke ich mal, relativ auf Augenhöhe. Kommen wir zu den Videos und beides ist One-Take-Shit. Der eine hält seine Katze in die Kamera und der andere seinen Affen. Dafür, dass beide überhaupt ein Video gemacht haben, erhalten sie einen Punkt fürs Video. Machen wir weiter mit den Punchlines und da haben beide mega hart reingeschissen. Es gibt tatsächlich nur eine einzige nennenswerte Punchline in diesem Battle und die ist von der Bad Boys Mafia und die geht: Dein Text wie dein Kanal, denn du hast keine Inhalte. In dem Rest geht's eigentlich nur darum, ey, du bist schlechter als der, du rappst kacke und sagst, andere rappen kacke, du rappst doch noch viel schlechter. Einfach komplett nichts aussagende Lines und bei Samo wird es tatsächlich nicht besser. Er sagt beispielsweise, denn eure Reimtechnik ist ja mal sowas von grottenschlecht. Selbst eure Mütter sagen das und ich gebe den Fotzen recht. Was für eine Scheiße kann man nur vor sich hin babbeln. Erst redest du davon, wie schlecht ihre Reimtechnik davon ist und dann so, ah ja, der sagt, das ist auch so und ich gebe denen dann recht. Ja, natürlich gibst du den recht, wenn du derselben Meinung bist. Was ist das denn für eine hohle und dumme Aussage? Allein, dass die komplette Line kompletter Schwachsinn ist, aber diese Aussage an sich nochmal ist so unterirdisch dumm. Und wenn ihr glaubt, dass wir schon das Maximallevel von Fremdscham und schlechten Lines erreicht haben, dann kommen wir jetzt zur Technik. Die Bad Boys Mafia reimt zum Beispiel Spasti auf Hasti, Schau auf TV, Spast auf Past, Textmann auf Wack an, wo sich eigentlich auch nur Mann auf anreimt. Samo sagt, dass seine Gegner eine schlechte Reimtechnik haben und reimt deshalb selber Kacke auf Jacke. Würde ich ja vielleicht ganz lustig finden, wenn du nicht direkt dahinter kreativ, effektiv, produktiv und intensiv reimen würdest. Danach kommt irgendwie nur noch, ich bin besser als ihr und ihr lutscht meinen Schwanz und der Vater machte irgendwie auch noch mit. Es ist halt auch alles so nichts aussagend. Es sind halt keine Lines, die man in einem Battle über einen ganzen Part teilweise einfach benutzt, wenn man die mal irgendwie als Lückenfüller zwischendrin einfach reinsteckt, dann habe ich damit kein Problem. Ich will mich hier jetzt auch nicht als übelst krassen Rapper darstellen, aber ihr seid halt beide einfach nicht die Besten und da war einfach mehr zu holen, als ihr hier rausgeholt habt. Kommen wir zum Flow. Bei der Bad Boys Mafia sind bei dem ersten einfach die Doubles viel zu laut, das irritiert mich einfach komplett. Und ich weiß nicht, ob deine Stimme immer so klingt oder ob du die nur verstellst, aber die ist null Hörgenuss. Bei dem zweiten haben wir eine 1000%ige Steigerung bei Flow, wenn er auch monoton klingt und keine Abwechslung drin hat. Samo hingegen hat dann einen viel angenehmeren Flow, auch wenn er den im ersten Part jetzt nicht so einsetzt. Kommen wir zur Punktevergabe. Da habe ich Samo Punchline-Punkte 1 von 10 gegeben, Videopunkte 1 von 5, Flow-Punkte 4 von 8, 2 von 8 Technikpunkten und 3 von 3 Extrapunkten, womit wir auf den Endstand auf 32 kommen. Kommen wir zur Punktevergabe für die Bad Boys Mafia. Die Bad Boys Mafia haben von mir 2 von 10 Punchline-Punkten bekommen, 1 von 5 Videopunkten, 3 von 8 Flow-Punkten, 2 von 8 Technik-Punkten und 2 von 3 Extra-Punkten, womit sie einen Endstand von 35 haben. Da sie aber leider zu spät abgegeben haben, kriegen sie 5 Minuspunkte. Und damit gibt es einen Endstand von 30 zu 32 Punkten für Samo.